Servus Leute, willkommen wieder bei Louis. So, heute widmen wir uns wieder ein Thema, das im Bereich Group Fitness eingeordnet werden kann. Vor ein paar Tagen habe ich ein Video gedreht, das für euch sehr informationsreich sein sollte, bezüglich hier, Zumba Fitness. Was ist das? Heute haben wir etwas anderes. Und zwar geht es um Bokwa Fitness. Das sind zwei Paar Schuhe. In diesem Video wirst du jetzt ganz genau erfahren, was dieses Fitnesskonzept eigentlich ist. So, an erster Stelle, das ist das Allerwichtigste, was ich jetzt sagen möchte, ist, Bokwa ist kein Zumba Fitness. Sehr oft hörst du auch, wirst du auch in den Medien hören oder von Kollegen oder was weiß ich was, von außenstehenden Leuten, die noch nie etwas damit zu tun gehabt haben, dass es das neue Zumba ist. Ist aber falsch. Das Einzige, was diese zwei Konzepte gemeinsam haben, ist eigentlich nur das Auftreten. Also sprich, die haben eine ähnliche Internetseite, die haben vielleicht dieselbe Philosophie, was Klamotten angeht. Ja, jeder hat so seine Marke und ist alles sehr ähnlich aufgebaut, aber es ist nicht dasselbe Fitnesskonzept. Es sind auch zwei verschiedene Menschen, die dieses Konzept auch entwickelt haben. Zumba Fitness ist das der Beto Perez und hier haben wir den Paul Malvi, ich kann es nicht aussprechen, ich weiß es nicht zu 100%, aber ich werde es hier irgendwo in den Link nochmal reinschreiben, damit ihr genau wisst, um wen es sich handelt. So, was ist Bokwa Fitness oder was bedeutet Bokwa? Und zwar geht es darum, BO ist die Abkürzung für Boxen. Und dann kommen die nächsten drei Buchstaben, Qua, das sind die ersten Anfangsbuchstaben von einer afrikanischen Tanzart, die sich Kwaito nennt. Also sprich, es ist eine Mischung zwischen Boxen und Kwaito. Es ist einfach nur cool. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und für diejenigen, die jetzt irgendwie Zumba getrimmt sind, es hat wirklich mit den einen oder anderen nichts zu tun. Es sind zwei Paar Schuhe. Und falls euch jemand da draußen fragen sollte, bitte, bitte, bitte auch so weiter vermitteln. Ja? So. Also, eine Mischung zwischen Boxen und Kwaito. Das haben wir jetzt erstmal schon mal geklärt. Es ist auch sehr einfach aufgebaut und es ist auch für Leute geeignet, die jetzt nicht aus dem Tanzen kommen. Ja, also du hast da wirklich sehr, sehr starke Unterschiede. Grundkonzept ist es, du vertanzt Buchstaben und Zahlen. Aber du vertanzt sie nicht, indem du dich so wie eine Zahl verbiegst. Sehr oft höre ich dann an dieser Stelle immer, ja, Waldorfschule. Hat nichts damit zu tun und mit Sicherheit hat das Konzept von der Waldorfschule auch seine Vorteile für seine Schüler. Aber wir machen nicht dasselbe. Wir vertanzen nämlich nur die Richtung. Und für euch als Teilnehmer ist das Ganze sehr, sehr viel einfacher nachzuvollziehen. Der Trainer vorne arbeitet mit Cueings. Sprich, jeder Buchstabe und jede Zahl hat ein bestimmtes Cueing. So, es gibt so einen Basic Step, nennt sich One and One. Der wird immer wieder aufgefüllt und der wird dann damit angezeigt. Und dann weißt du, One and One, ah okay, da ist dieser Step, vorne, Tap, Rück, Bounce, Bounce. Ja. Und so wird das Ganze alles aufgebaut. Dann hast du ein L-Step, ja, dann hast du ein Square, dann hast du ein C. Also zu jedem Schritt gibt es eine bestimmte Handposition, sodass du als Teilnehmer dann jedes Mal nur hinzuschauen brauchst, was der Trainer gerade für ein Cueing angibt. Und dann kannst du direkt nicht nur den Schritt, sondern die ganze Schrittfolge nachvollziehen und durchsetzen, also umsetzen. Das ist der Vorteil an dieser ganzen Sache. So, sehr oft
heißt es auch, dass Bock war, oder ich habe es zumindest jetzt in der letzter Zeit auch sehr oft gehört. In meinen Stunden ist es bis jetzt zum Glück noch nicht vorgekommen, aber Bockwurststunden neigen dazu, langweilig zu werden. Also das ist das, was ich jetzt von vielen gehört habe. Ist aber nicht, ist nicht so. Du hast im, es gibt insgesamt 12, so, 12 Levels. Und klar, wenn du jetzt ein Jahr lang nur Bokwa 1 machst und immer wieder nur dieselben Schritte machst, dann kann es vielleicht vorkommen oder ja, es passiert einfach, dass es einfach monoton für jemanden wird. Also da brauchst du halt eine Stufe. Aber dann solltest du erstmal mindestens 3 Monate den Level 1 gemacht haben, damit du die Grundschritte kennengelernt hast, um dann ein Level nach oben zu kommen. Dann gibt es Bokwa 2, Bokwa 3, Bokwa 4 bis Bokwa 12. Und es ist sehr, sehr, sehr intensiv. Okay? So, wo sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Levels? Die Unterschiede bestehen eigentlich nur darin, dass die Schrittkombination variiert wird. Du hast verschiedene Variationen. Du bekommst dann auf einmal ein C, dann kannst du dann auf einmal komplett variieren und machst dann 2 Drehungen draus, aber bist immer noch im C als Beispiel. Oder du kombinierst einfach 2 Schritte oder 3 Schritte sogar in einer Schrittfrequenz mit rein. Also ich habe vorhin was von L erzählt, was von Square erzählt und was von C erzählt. Beispielsweise würde es an den höheren Levels so sein, dass du ein Square hast und nach dem Square kommst du direkt ins C und nach dem C kommst du dann direkt in Pseudo. Und es gibt noch viele andere Variationen. Aber so muss man es halt sich vorstellen, wie sich die Stunden dann von Zeit zu Zeit steigern. Bokwa Fitness ist auch wie Zumba ein Herz-Kreislauf-Training, nur mit dem Unterschied, dass es kein Intervall ist, sondern dann bist du ständig auf einer sehr, sehr, sehr hohen Intensität im Bereich Ausdauer. Ich würde jetzt nicht gerade sagen, dass du in der Fettverbrennung bist, weil es kommt auch da auf den Trainer ein bisschen drauf an, wie er seine Stunde gestaltet. Ja? Also Bokwa füllt eigentlich die Lücke zwischen, ich sag mal so, Zumba Fitness füllt diesen Latino-Bereich, Tanzbereich sehr stark. Und Leute, die jetzt aus dem Aerobic kommen und auch aus dem Step kommen, die mögen kein Zumba Fitness. Und umgekehrt genauso. So, und in den letzten Jahren ist jetzt Step Aerobic, Aerobic allgemein so ein bisschen zurückgegangen, weil die Choreografien einfach viel zu kompliziert geworden sind für die Teilnehmer. Weil es ist eine neue Generation, die eingestiegen sind und die kommen einfach nicht mit. Und diese Lücke ist meiner Meinung nach Bokwa perfekt dafür geeignet, weil Bokwa Fitness schließt diese Lücke. Ja? Also die Leute, die jetzt eher auf Step getrimmt sind oder auf Aerobic, dieses Klassische, die würden Bokwa mit Sicherheit mögen. Von der Intensität her würde ich sagen, es ist halt eine sehr hohe Intensität. Natürlich kannst du da dein Training auch selbst variieren. Du hast auch hier dein Low Impact, sprich alle Schritte mit Bodenkontakt. Und dann hast du auch den High Impact, sprich da bist zum Teil hast du beide Füße in der Luft. Aber das kannst du dann selbst gestalten, wie intensiv du das Ganze haben möchtest. So, das ist alles, was ich jetzt erstmal zu Bokwa Fitness sagen kann. Ach so, nee, damit ihr das auch versteht. Im Bokwa ist es so aufgeteilt, du hast einmal den Big Boss, das ist der Paul, ja. Das ist der Gründer von diesem Konzept. Und der Paul, der hat dann so gesehen kleine Soldaten, die für ihn, also kleine, ja, Sheriffs, mehr oder weniger, in jedem Land, die anderen Trainer ausbilden. Und diese Trainer nennen sich Bokwa Best. Okay? So, und diese Bokwa Best
bilden andere Trainer aus. Und es gibt in jedem Bundesland einen Bock war Best. Und diese Bock war Best sind dafür zuständig, dass dann halt mehr oder weniger alles läuft. Bei der Bock war Ausbildung gibt es aber jetzt nicht nur einen Ausbilder, sondern es gibt sogar ein paar. Aber das sind keine Bock war Bests, sondern Bock war Trainer. Und die Bock war Trainer unterstützen den Bock war Best, um die Prüfung bzw. um die Stunde so informationsreich wie möglich zu gestalten. Okay? So, das ist alles. Und dann gibt es die Bockware Instructor. Das wären dann diejenigen, die halt Bockware unterrichten. Der einzige Unterschied, was die Ausbildung angeht, im Vergleich zu Zumba, ist, dass du in Bockware Fitness eine Prüfung ablegen musst. Genau richtig gehört, du musst eine Prüfung abgeben. Einmal übers Internet, über die Internetseite, musst du dann einen Fragebogen ausfüllen, musst dir erstmal ein Video anschauen und dann dementsprechend die Fragen beantworten. Und wenn du zur Prüfung kommst, bzw. zur Ausbildung kommst, das Ganze geht einen Tag lang und am Ende des Tages musst du dann die Prüfung ablegen und unterrichten. Das Ganze wird dann vom Bockware Best bewertet und wenn du durchkommst, kannst du dich offiziell als Bockware Instructor sehen. Und wenn du durchfällst, dann brauchst du keine Angst zu haben, dass du da jetzt irgendwie verbannt wirst oder so, auf keinen Fall. Das ist nicht die Philosophie von Bockware. Dann wirst du das Ganze wiederholen. Natürlich kostenfrei, du musst dann nicht zusätzlich irgendwie deinen Kurs nochmal besuchen, also bezahlen. Du musst dann aber dann, um zu üben, in der Nähe irgendwo Bockwerstunden mitmachen. Dann bekommst du einen Trainer zugeordnet, der dich mehr oder weniger darauf, der dich dabei unterstützt, besser zu werden, um das Ganze besser zu verstehen, ja. Und dann kannst du zur nächsten Ausbildung wieder hingehen, wieder mitmachen und dann wieder die Prüfung machen. Also soweit ich weiß, kannst du das einmal machen. Also ganz, aber meine persönliche Meinung, wenn du das erste Mal durchfällst, es ist wirklich nicht schwer, aber es kann ja wirklich passieren. Aber wenn du dann das zweite Mal durchfällst, dann würde ich mir echt überlegen, ob das Richtige für dich ist. Also da würde ich, du musst dann die Leute motivieren können und wenn du selbst nicht motiviert bist und wenn du dich selbst nicht darauf konzentrieren kannst, was als nächstes kommt, wie willst du dann diesen Spaß vermitteln? Also es ist neu, am Anfang kann es vielleicht passieren, dass alles so ein bisschen viel ist, ja, aber es ist alles lernbar. Aber wenn du das zweite Mal durchfällst und das dritte Mal, aber ihr braucht euch überhaupt jetzt keine Gedanken darüber zu machen. Es ist wirklich sehr, sehr einfach. Und ich sage es nicht also in Hinsicht von einem Trainer, jetzt, der jetzt schon mehr Erfahrung hat, sondern für jemanden, der jetzt auch wirklich nicht so viel Erfahrung hat. Also die Prüfung ist auf jeden Fall schaffbar. Also es ist auch sehr selten der Fall, dass jemand durchfällt oder so. Also du musst echt scheiße sein, damit du durchfällst. Ah, nix gesagt. Ja, ihr müsst mir verzeihen, manchmal meine Aussprache ist jetzt nicht gerade die beste, aber ich bin einfach nur ehrlich, das ist meine Meinung, die vertrete ich und wer ein Problem damit hat, dann klickt er jetzt einfach weg und gibt mir einen Daumen runter, da habe ich kein Problem damit. So, das war's jetzt. Das ist Bockware Fitness. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Konzept. Geht in die Kurse. Es ist auf jeden Fall richtig geil. Die Musik ist einfach nur geil. Geil. Am besten, wenn ihr wollt. Ich habe bis jetzt nur eine einzige Stunde. Wenn ihr das Ganze natürlich auf Bockware Fitness reintippt oder bei mir auf der Seite findet ihr auch dann noch genauere Informationen, wo ich unterrichte. Kommt vorbei.
und habt einfach nur Spaß. Okay? Und jetzt, wenn dir dieses Video gefallen hat, ja, und wenn es sehr informationsreich für dich gewesen ist, hier oben, da oder da, ich muss mir noch überlegen, wo ich das hin tue, einfach mal auf Abonnieren klicken, dann wirst du oft, sehr oft Videos von mir sehen, in dem ich allgemeine Fitness-Tipps gebe, wie du als Trainer besser werden kannst und wie du als Trainierender ein sehr gutes Training absolvieren kannst, okay? So, das war jetzt erstmal alles. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Fitnesskonzepten oder wenn jetzt irgendwas zu diesem Thema jetzt unklar gewesen ist, dann schreibt mir einfach eine E-Mail. Ihr könnt mir gerne auf Facebook schreiben, einfach www.facebook.com werde ich jetzt hier reinschreiben, /Louis Personal Training oder auf Louis Personal Training. Bleibt dabei. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Nicht vergessen einzuschalten. Ciao.